tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein drittes und letztes Mew vor. Da wir dieses Pokémon jetzt auch schon zum dritten Mal im Lexikon haben, werde ich den allgemeinen Teil einfach mal überspringen und gehe gleich zu den interessanten Sachen. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Spezialverteidigung. Ein stilles Wesen maximiert die Spezialverteidigung und senkt den Angriff. Als Attacken benutzen wir hier Schmarotzer, Irrlicht, Tarnsteine und Ruheort. Das Item der Wahl ist Überreste, um jede Runde ein wenig Heilung zu bekommen. Schmarotzer hat die nette Eigenschaft, den gegnerischen Angriff für die Schadensberechnung zu nutzen und macht so in vielen Fällen mehr Schaden als andere Attacken. Irrlicht verbrennt den Gegner und halbiert dessen physischen Schaden, was Mews schwächere Verteidigung ausgleicht. Tarnsteine fügt Gegnern, die frisch eingewechselt werden, Schaden in Abhängigkeit ihrer Typanfälligkeit zu Gestein zu. Ruheort ist zum Schluss noch eine Attacke zum Heilen. Dieses Mew-Set eignet sich gut als Lead, da man Tarnsteine generell recht früh aufs Feld bringen möchte. Nutzt bei dieser Gelegenheit übrigens auch gleich die Tatsache aus, dass euer Gegner keine Ahnung hat, was für ein Mew er vor sich hat, da Mew an sich alle Möglichkeiten hat, irgendwelche Sets zu spielen. Falls ihr einen physischen Angreifer vor euch habt, könnt ihr diesen ja auch erstmal ein Irrlicht entgegenwerfen, um seinen Schadenswert zu verringern und anschließend erst die Steine rauslegen. Nutzt Ruheort immer dann, wenn ihr meint, dass die nächste Attacke eures Gegners euch unter 50% bringt, beziehungsweise falls ihr schneller als euer Gegner seid, dann könnt ihr ihn einfach immer dann nutzen, wenn ihr schon unter 50% seid. Schmarotzer ist zu guter Letzt noch eine Option für Mew, um angreifen zu können, wenn er sonst nichts zu tun hat. Die Verbrennung eures Gegners beeinflusst im Übrigen nicht den Schaden eures Schmarotzers. Seid lediglich vorsichtig, wenn ihr schnelle Geist-, Unlicht- oder Käfer-Pokémon vor euch habt, da diese Mew trotz allem hart treffen können. Solltet ihr allerdings nichts mehr haben, um sicher einwechseln zu können, so könnt ihr euer Mew auch einfach opfern, um einen sicheren Switch zu bekommen. Prinzipiell hat Mew schon einen guten Job gemacht, wenn es die Steine rausgelegt und vielleicht noch ein bis zwei Pokémon verbrennt. Dementsprechend ist es auch wenig sinnvoll, ein Team um dieses Mew zu bauen. Da Tarnsteine und Irrlicht allgemein nützliche Attacken sind, kann man es allerdings in ziemlich jedem Team spielen. Das war's für mein Mew und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.